Oh, ja, hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Let's Play Disney Dreamlight Valley. Ich habe eben gerade schon mein klitzekleines bisschen wieder vorgearbeitet. Ich habe alle Freunde, die ich jetzt gerade noch so auf den und also noch nicht Level 10 habe, erstmal hochgeholt. Und ja, da werden wir uns jetzt einmal darum kümmern. Und zwar, wir fangen. Oder ich würde gerne mit der Aufgabe von Wall-E anfangen. Genau. Ein Wir sollen perfekter ja Tag für zum die, Segeln. wir sollen ja die Einladungen für den Astronomie-Club herstellen. Und dafür dann diese Sachen erstmal herstellen. Wir sollen drei Tintenfässer herstellen. So. Und damit ich nicht ganz so alleine bin, seht ihr schon, Scar folgt mir. Mit dem ich jetzt aktuell eine Aufgabe habe. Ich soll mit ihm jetzt quasi eine Stunde verbringen. In diesem Event, das weihnachtliche Event gerade, voranzukommen. So. Die Sachen haben wir erledigt. Jetzt muss ich gerade gucken, wo befindet sich Wall-E? Ich habe ihn doch eben gerade gehört. Da. So. Und während ich gerade so ein bisschen vor mich hingespielt habe, habe ich auch ein unglaublich süßes Foto mit Wall-E gemacht. Das werde ich, glaube ich, dann als Thumbnail benutzen, damit ihr schon mal vorgewarnt seid. Es ist ein sehr, sehr süßes Bild, wo er im Hintergrund ist. Und ja, ich fand es sehr süß. Also daher möchte ich das, würde ich das dann gerne auch als Thumbnail benutzen. So, hier sind die Einladungen, Wall-E. Er freut sich so, das ist so süß. Gerne. Hast du noch das Teleskop, das du früher benutzt hast? Nein. Oh. Schon in Ordnung. Du lieferst diese Einladung aus und ich suche nach einem neuen Teleskop. Wall-E. Okay. Eisenbahnen sollen wir herstellen? Glas. Okay. Na, ein Glück habe ich von dem Ganzen schon zu Genüge noch gesammelt und gebastelt, dass ich das jetzt auch problemlos noch herstellen kann. So, einen Eisenbahnen brauchen wir noch. So. Und Gold brauchen wir auch. Ja, komm, wir machen erstmal 9. Dann haben wir erstmal ein bisschen was auf Vorrat. So, perfekt. Okay. Und, gl ach nee, Gold hatten wir, glaube ich, genug. Aber wir brauchen noch Glas. Richtig. So. Okay. Stelle Teile zum Basteln her. 6 Stück. Na gut. Okay, das hätten wir. Stelle das neue Teleskop des Astronomieclubs her. Es ist eine anfangs sehr bastelhaltige Sache. Oh, wir brauchen noch mehr Eisenbarren. Okay, Moment. Wir brauchen mehr Eisen. Das wird nicht reichen. Für das Teleskop. Wo ist denn das jetzt hier gerade? Ist weiter unten. Da. 2 Stück. Okay, das heißt, wir brauchen noch 10 Eisenerze. Na, das ist ja nicht so viel, Gott sei Dank. So, okay. Ich hoffe mal, die Eier. Ja, die sind nachgewachsen. So, 5 pro Eisenbarren brauchen wir. 5 Eisenerze pro Barren. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, den ersten Eisenbarren haben wir dann auch schon wieder komplett. Und jetzt nochmal 5 und dann haben wir es geschafft. Ja, Kohle ist lieb. Danke, Ska. Ich brauche eher Eisen, aber es ist okay.
Hatte ich hier nicht eben gerade noch was von ihm gehört, dass er mir noch was nachgeworfen hat oder so? Nicht. Schade. Aber ich glaube, hier haben sich auch noch wieder diese Felsbrocken zurück, also wieder neu gespawnt, dass wir dann da auch wieder neue raussammeln können. Da. Es sind ja immer Gott sei Dank genügend zu finden. So. Gibst du mir noch? Ach, jetzt ist er wieder buggy. Komisch, immer an dieser Stelle ist Scar immer sehr buggy. Oder auch allgemein Charaktere. So, ah, das war nur Kohle. Ah, danke, Scar. Ein Eisenerz brauchen wir noch. Das soll ja wohl hoffentlich jetzt hier in dem letzten Felsbrocken drin sein. Dann haben wir es geschafft. So. Na also. Und ein bisschen auf Vorrat haben wir dann auch schon wieder. Und? Gibst du mir noch einen? Perfekt. Dann könnte ich ja fast schon drei herstellen. Gut, das wäre dann schon mal das. Und so, drei Stück nochmal. Wie jetzt drei Stück? Egal. Hauptsache, wir können jetzt das Teleskop herstellen. Da ist es. Es ist aber auch unglaublich schön filigran, ne? Sag Wally, dass du das Teleskop fertig hast. Wo befindet sich denn unser kleiner Roboterfreund? Wally. Unten am Strand. Wo stellen wir denn dann am besten das Teleskop hin? Wally? Hier, das neue Teleskop. Oh, yippie! Wir sollten uns einen Platz suchen, wo wir die Sterne beobachten können. Komm schon, folge mir. Platziere das neue Teleskop an einem Ort deiner Wahl. Ich würde fast sagen, hier am Strand. Weil hier ist es, der reinen Logik halber, für mich so, hier ist am wenigsten Licht. Also für uns wäre das quasi perfekt. So, wenn wir das jetzt hier hinstellen, dann haben wir es schon geschafft. Ja, oh, das ist ja noch schöner. Ja, Moment. Warte. Nein, so stelle ich mich nicht hin. So stelle ich mich auch nicht hin. Ach komm, ich stelle mich einfach so hin. So, Moment. Ich möchte das ein bisschen so machen. Ja, warte, Wally, ich bin gleich soweit. Aber ich möchte gerne lächeln. Nein, so. Nein. Ah. So machen? Oder... Nee, so ist doof. So ist auch doof. Nee, so ist auch doof. Ich mach das so. Okay, fertig? Okay. Ach, schön. Sogar mit Bass. Okay, gut. Wir haben es geschafft, Molly. Du schaust dir gerne die Sterne an, nicht wahr? Es freut mich, dass du Spaß hast. Du hast recht, der Weltraum ist großartig. Hallo. Oh, was ist das? Ist das ein Rucksack? Du schenkst mir etwas? Einen Rucksack. Er sieht aus wie du. Er ist echt süß. Oh, wie süß. Danke, Wally. Ich bin auch froh, dass du mein Freund bist. Wally Begleiterpaket. Ach, ist das süß. Oh, ist das putzig. Ein Rucksack, der aussieht wie Wally. Okay, wir haben zwei der nächsten Aufträge schon hier. Ich würde aber fast sagen, ich würde mich gerne erstmal um Mini kümmern.
Weil Mini ist schon etwas länger hier als die anderen. Und ich glaube, es wäre nur fair, wenn wir ihr zuerst helfen. Mini. Oh, ich muss mit dir reden. Oh, Jochen, ich habe über all die wunderbare Arbeit nachgedacht, die du leistest. Das ist sehr nett von dir. Aber ich glaube, du könntest etwas Hilfe gebrauchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen? Guck mal, sieh, ich habe noch in der letzten Aufnahme hatte ich noch mich beschwert, wie Gurtel andauernd die ganze Zeit so, ach ja, und guck mal, wie, ne, und so. Und jetzt sagt Mini, du könntest etwas Hilfe gebrauchen. Ich, also, ich, wow. Ich denke, es ist an der Zeit, den Club der fröhlichen Freunde wieder zu gründen. Was ist der Club der fröhlichen Freunde? Oh, ich dachte, ich hätte es schon erwähnt. Der Club bestand aus einer Gruppe von Dorfbewohnern. Wir sorgten dafür, dass jeder im Dorf das bekam, was er brauchte. Es war so ähnlich wie das, was du tust. Vor dem Vergessen haben wir geheime Treffen im Sumpf abgehalten. Normalerweise haben wir diese geheimen Treffen abgehalten, um Überraschungspartys zu planen. Wir hatten sogar unser eigenes Banner. Ich frage mich, ob davon noch etwas übrig ist. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Durchsuche die Lichtung des Vertrauens nach dem lange verschollenen Banner. Ja, doch, sie hatte irgendwas nochmal erwähnt, aber ich wollte es, glaube ich, gerade nochmal für mich nochmal rekapitulieren. Du hast den Dreh wirklich raus. Okay, Lichtung des Vertrauens. Hier soll sich also das Banner verstecken, was verschollen ist. Mal sehen. Ich glaube, ich muss es irgendwo ausbuddeln oder so. Wahrscheinlich ist es sogar zerfleddert oder so, dass es nicht mehr als solches erkennbar ist. Das kann nämlich auch sehr gut sein. Oder wir finden... Da ist was. Ich hab's gefunden. Rede mit Mini darüber. Was ist denn das? Ist das altes und beschädigtes Banner? Ja, wusste ich's doch. Es ist alt und beschädigt. So, Mini, da oben. Wie überaus praktisch manchmal diese Karte einfach sein kann. Ich kann mir dadurch sogar einige Leute sogar ich kann mir dadurch alle Dorfbewohner markieren, um sie schneller finden zu können. Hier drüben, ich brauche Hilfe. Ja, nachher, Gut, dass du hier bist. Hallo, Jürchen. Oh, was hast du denn da? Es ist ziemlich beschädigt, aber es ist ein Banner und darauf steht Fröhlichen Freunde. Oh, natürlich. Oh. Das ist das Banner des Clubs, von dem ich dir erzählt habe. Ich habe mich umgehört, aber ich konnte keine weiteren Mitglieder des Clubs finden. Dann müssen wir eben wieder von vorne anfangen. Nun, wir hatten ein Sprichwort im Club. Sorge immer dafür, dass Dreamlight Valley ein glücklicher und schöner Ort ist. Ich glaube, Anna und Woody haben sich das ausgedacht. Wir sollten das Banner für sie reparieren. Mal sehen. Wir müssen einen neuen roten Farbstoff herstellen und etwas Stoff und Goldklumpen sammeln. Als nächstes gilt es, neue Mitglieder zu gewinnen. Anna und Woody waren früher im Club. Ich schaue mal, ob sie hier sind. Und natürlich solltest du auch ein offizielles Mitglied sein, Julchen. Eigentlich solltest du der Präsident sein. Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir unser erstes Treffen in deinem Haus abhalten? Natürlich, klar. Wunderbar. Ich werde die anderen Mitglieder informieren und wir treffen uns bei dir zu Hause. Es kann eine Weile dauern, also solltest du Zeit haben, das Banner zu reparieren und es aufzuhängen, um alle im Club willkommen zu heißen. Auf Wiedersehen und okay.